Herzlich willkommen bei Team Tube. Ich bin Elf. Und ich bin Max. Und das hier ist der Lego Ninjago Titandrache von Zane. Und sieh mal hier. Oh. Hier ist Zane. Er sitzt kampfbereit mit zwei Ninjadolchen im Sattel des Titandrachens, der einen beweglichen, aus Stein gebauten Kopf mit einem aufklappbaren Maul und scharfen Zähnen hat. Zane kämpft mit seinen zwei Ninjadolchen gegen Shoprai, der sein Anaconda-Schwert hat. Klaus kommt der Schlange zur Hilfe. Doch der Titandrache kommt im richtigen Moment, um Zane zu unterstützen, damit er den goldenen Schlüssel vom Anaconda-Tempel erobern kann. Der Anaconda-Außenposten verfügt über einen Schlangenkopf mit Verzierungen in Form von Zähnen. Waffenständer, zwei asiatische Speere, Flammelemente und über ein Katapult mit Kettenbola, die dem Titandrachen entgegengeschleudert werden können. Kann Zane den goldenen Schlüssel vom Anaconda-Außenposten erobern? Komm, lass uns das Set auspacken. Ja! Ja. Hier sind 1, 2, 3, 4 Tüten voll mit Legosteinen. Und eine Anleitung und Sticker. Mal raus. Ja. Und das machen wir jetzt zusammen. Ja. Damit es aber nicht so lange dauert, zeigen wir es euch im Zeitraffer. Los geht's! Der Titandrache ist fertig, der sieht ja echt ganz cool aus. Mhm. Und hier ist auch Zane schon drin, der steuert den Drachen. Und hier ist der Kopf, den wir in alle Richtungen drehen. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Und der Mund geht auch auf. Und die Beine kann man auch bewegen. So, zum Beispiel. Und hier hinten, die Hinterpfoten gehen auch zu bewegen. So, so. Und die Flügel kann man auch bewegen. So, und auch hier die einzelnen auch. In alle möglichen Richtungen. Und den Drachen selbst kann man hier hinten auch noch drehen. So. Und hier ist der Anaconda-Außenposten. Mit dem goldenen Schlüssel. Und hier ist Shoprai mit seinem Anaconda-Schwert. Der Bewachter. Und hier ist Klaus mit seinem Speer. Und die Kettenbola. Und die feuern wir jetzt ab, Ash. Ja. Und los! Die fliegt echt weit. Ja. Da ist der Anaconda-Außenposten. Ey, ich glaube, wir haben Besuch bekommen. Klaus, ich glaube, wir haben Besuch bekommen. Nämlich von dem großen Vogel. Ah, da kann ich den goldenen Schlüssel schon sehen. Den werde ich mir gleich holen. Dann werde ich im Außenposten mal einen Besuch abstatten. Was willst du hier? Den Schlüssel. Den kriegst du niemals. Doch, den werde ich kriegen. Ninjago! Klaus, wir müssen uns verteidigen. Schieß die Kettenbola ab. Ja, mach ich. Boah, eure Kettenbola schmeckt echt gut. Nein, der Titandrache hat die Kettenbola gefressen. Jetzt hole ich mir den Schlüssel. Ich habe ihn und jetzt nichts mehr zurück zu meinem Drachen. Hey, stehen geblieben, den Schlüssel brauchen wir. Kriegt ihr aber nicht. Das war unser Lego Ninjago Titandrachen Video. Mit dem Anaconda Außenposten, mit Shoprai, Klaus und Zane. Und natürlich dem Titandrachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.